Ich bin Anna Bauermeister, bin 22 Jahre alt und Handelsfachwirt im Haus Düsseldorf bei P&C. Also ich hatte schon als Kleinkind Kontakt zur Mode und zum Handel, dadurch, dass meine Mutter einen eigenen Laden hat und Schmuck selber macht und Sachen herstellt, da habe ich immer schon versucht zu helfen und mit ihr da mitzufädeln. Ja, dadurch hatte ich halt schon diesen Bezug zum Handel und auch zum Kunden und zum Verkauf. Ich war mir nach dem Abi nicht sicher, ob ich studieren möchte oder erstmal eine Ausbildung mache, so als Grundlage. Habe mir aber gedacht, besser erstmal irgendwie was Praxisbezogeneres, wo man dann halt schon mit den Menschen mehr zu tun hat. Und habe dann mir überlegt, dass ich erstmal das ausprobiere, ob sowas für mich ist. Also 10 bis 20 Uhr arbeiten und ja, den ganzen Tag stehen. Habe dann erstmal als Teilzeitkraft angefangen und aber schnell gemerkt, dass das Richtige für mich ist. Weil einfach der Bezug zu den Menschen, das Arbeiten mit den Kollegen, das war alles so, ja, hat alles gepasst und deswegen war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Zu meinen grundlegenden Aufgaben gehört natürlich der Umgang mit den Kunden und der Warenaufbau. Man bekommt aber auch im Hintergrund Aufgaben übertragen. Ob es jetzt die PEP ist, also die Personaleinsatzplanung, oder die Renner-Penner-Analyse, also was läuft gut und was läuft schlecht, oder auch die tägliche Umsatzkontrolle, also dass man einfach schaut, wie der Tag gelaufen ist. Was ich besonders spannend finde, ist das Zusammenspiel zwischen Warenaufbau und dem Abverkauf, also dass man einfach sehen kann, wenn man etwas anders präsentiert, etwas umbaut und der Kunde es dann annimmt, also man einfach dann in den Analysen sieht, dass es viel besser abverkauft wurde. Ich habe mich für die Ausbildung zur Handelsfachwirtin entschieden, weil man einfach 3 Abschlüsse in einem macht. Einmal den Kaufraum Einzelhandel, den Substituten und den Handelsfachwirt, was ja eigentlich schon was Besonderes ist. Und außerdem hat man noch die Perspektive, ein Studium entweder im BWL-Bereich oder im Modemanagement-Bereich anzuschließen, was mich persönlich auch reizen würde. Die Ausbildung zum Handelsfachwirt würde ich einer Person empfehlen, die Interesse an Mode hat, die kommunikativ und offen ist und die schon in der Ausbildung Verantwortung übernehmen und sich schnell weiterentwickeln möchte.